Herzlich willkommen am Sonntag, den 12.03. zur heutigen Tageskartenziehung. Ich bin mal gespannt, was wir heute von den Karten für einen Input bekommen. So, dann fangen wir. Ups, und da fällt sie schon raus. Moment. Nein. Und heute ist die Tageskarte. Die Welt. Die Welt ist immer eine sehr große Karte, die uns auch sehr, sehr viel sagen möchte. Die Stärken dieser Karte sind nämlich sich selbst, seiner Bewusstsein, das innere Selbst kennen. Die Chancen, die uns diese Karte heute unterbreiten möchte, sind in Harmonie mit sich selbst und allem um sich herum leben. Also, dass du selber in dein Inneres gehen kannst und mit dir selbst Sachen abschließen kannst, die du vorher als schwierig, unharmonisch, problematisch gesehen hast. Natürlich hat jede Karte auch seine Schwächen. Das heißt, übermäßiges Selbstvertrauen in sich. Also wenn jemand zu sehr von sich überzeugt ist, in Punkten, in denen er offenkundig Schwächen hat, kann er heute an diesen Punkten arbeiten. Und die Gefahren sind, den falschen Weg zu wählen. Also den falschen Lebensweg zu wählen oder generell, wie man mit anderen umgeht, den falschen Weg zu wählen. Nun zu der Botschaft dieser Karte. Wenn wir aufhören, uns selbst zu hinterfragen, kann es passieren, dass wir uns falsche Vorstellungen machen, wer wir wirklich sind und was wir wollen. Schaue daher regelmäßig in dein inneres Selbst und hinterfrage dich, um den richtigen Weg einzuschlagen. Also, wir sollen auf uns selber achten und das, was wir selber machen möchten, was wir können, worin wir gut sind, was uns unsere Intuition sagt, verstärkt begehen. Diesen Weg wählen, also auf uns selber hören, aber auch immer hinterfragen, ist es auch wirklich das, was wir in echt können? Oder ist es nur etwas, das wir uns vormachen zu können? Also der Mensch macht sich gerne selber vor, dass er Sachen besser kann, als er wirklich kann, um in der Gesellschaft anerkannter zu werden. Damit sollen wir aufhören und daran können wir heute arbeiten. Dementsprechend wünsche ich euch heute einen wunderschönen Tag, viel Erfolg, genießt draußen das Wetter, den Vogelgesang und bis morgen.